So, nochmal ein kleines kurzes Video. Falls ihr das seht, wie Großvater da unten untergeht, ist schön, an einem schönen Ort zu sein. Ich habe mir jetzt gerade mal für 2 Dollar was zu essen zusammengebettelt. Ja, ja, er ist immer noch auf seinem Bettlerpfad und ja, I see the Buddhas in the eyes, and what I see is beautiful. It's the light, love. Ja, so wie ich es sage. Es ist schön, sowas wieder, sag ich mal, zu fühlen, zu bekommen. Dass man trotz irgendwo hier in Kong ist. Und das sind, ich sag mal, ich frag mich die Khmer. Die Khmer sind genauso herzlich. Ich habe jetzt einfach mal andere Touristen gefragt und es ist machbar. Morgen kann ich erst zu Western Union und Geld abheben. Das war das, warum ich hier in die Stadt gekommen bin. Und so sieht das Ganze da hinten aus. Ja. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht, wenn die Sonne untergeht. Passiert. Ich genieße es mal. Ja, ich werde mir heute hier draußen irgendwo, sag ich mal, bei den Fischern fragen, ob ich vielleicht irgendwo ein Plätzchen bekomme, wo ich auf einem Schiff schaukelnd einen Platz bekomme, wo ich übernachten kann. Oder hier am Strand einfach ein Zelt aufschlage und einfach hier pennen. Je nachdem, mal schauen, wie es hier laufen wird oder was laufen wird. Seid gesegnet auf euren Reisen. Friede im Herzen, Friede in der Welt. Ja, und schöne Grüße an meine Family. Meine Mom, mein Dad, danke. Danke für die Unterstützung, danke für die Hilfe. Ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Auch die Reisenden, die hier ständig drücken. Eure Illusionen solltet ihr aufhören zu malen und mich besuchen kommen. Allerspätestens, wenn ihr mich besucht, werden die Illusionen verschwinden. So, sei Reisende. Ich habe hier einfach mal Lust, mich zu rasieren, Lust, mich sauber zu machen, von vielen Energien freimachen. Heute ist so ein Gefühlstag voller offenen Herzens. Ich weiß nicht. Wie ist die Stimmung so? Wer fühlt's nicht? Ist die Frage. So wie es aussieht, fühlt's der Vogel da oben viel mehr. Also ich bin immer noch da, wo ich war. Da ist die Sonne. Da hinten sieht man einen Berg. Ganz weit. Ja, so sieht die Landschaft hier aus. Die Landschaft sieht drinnen ganz anders aus. Das hört sich an nach Mark. Ja, ich soll aufnehmen. Der Mark Kunz sagt Servus. Und sagt, ich soll das aufnehmen, was ich fühle. Wenn ich den Mark in der Leitung habe, fühle ich, ich muss lachen. Er bringt mich immer zum Lachen. Da sagt er da viele Sachen wie, naja, da hat er mal einfach mal Spaß. Ja, da hinten ist ein Boot. Ich versuche gleich. Ich habe mich wieder von Energien leiten lassen und ein bisschen hier rumspaziert und habe mich umgeschaut und auf irgendwas gehört, was ich nicht hätte hören sollen.
Bin so lange rumgelaufen, bis die Bank zugemacht hat. Oh, this is the my science. Das ist Elfenbein vom Mammut. Mammut. Der Mammut, der war ganz groß und haarig. Für alle großen und kleinen Kinder, die diese Videos sehen. Mammut war groß, haarig, mit großen Stoßzähnen. Originell von Kambodscha mit Stoßzähnen. Stoßzahn. Oh. Mammut, Stoßzahn. Mammut, Stoßzahn. Nein, das war jetzt einfach mal viel Blödsinn. Viel Blödsinn. In Wirklichkeit möchte ich gar nicht über das reden, was ich in mir trage. Viele sagen jetzt dazu traurig. Viele können gar nichts sagen. Viele sind nicht mal nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Und ich möchte es einfach nicht sagen. Fühlt es. Soll jeder Gott, jede Göttin, jeder Buddha, jeder Allah fühlen. Fühlen. Warum? Weil ich auch meine Natur leugne. Bewusst. Bewusst leugne ich sie. Ich sage nein. Ich verarsche euch. Ihr wollt weiterhin tatenlos, ohne Licht, ohne Befreiung der eigenen Seele, ohne irgendwas, sage ich mal, dazu beitragen, ohne irgendwas sagen zu wollen, weil ich nichts sagen werde. Egal wer versucht. Ja, das Video dient auch dazu, Manipulation, ne? 24/7. Eklig. Frage ich mich, was? Kannst du nicht selber das sagen, was du fühlst? Ich kann's, ich will's bloß nicht, weil es deine Worte sind, nicht meine. Das ist nicht mein Gefühl. Da oben, habt ihr einen Sender und Empfänger. Es geht darum, die wahre Natur, sage ich mal. Ich bin uns im Erinnern, wie gesagt, in Frieden. Vor lauter rumlaufen, Dinge tun, Dinge fühlen, sitzen in der Meditation, verweilen in der Achtsamkeitsmeditation, ständig, ständig das Gefühl in sich zu haben, etwas, auf etwas neidisch zu sein, gierig nach etwas zu sein, etwas nach eifersüchtig auf irgendjemanden, irgendwas. Eklig. Ekelig. Sämchen. Schöne Grüße an meinen kleinen Samuel. Wer weiß und fühlt alles und du sitzt mir auf dem Kanal, ganz easy. Man sollte sich immer dann äußern, wenn man den Wunsch dazu hat, das Gefühl der Freiheit, etwas zu fühlen, weil man es fühlen will. Und wenn man es fühlt, dass man es auch gleichzeitig sagt. Sowas findet hier gerade nicht mehr statt. Und ich denke mal, berechtigt. Ihr spielt Spiele, ihr manipuliert, unbewusst,
unbewusst. Weil ihr das Wissen nicht habt über eure eigene wahre Natur. Ihr habt es vergessen. Kraft der Gedanken, Kraft der Gefühle. So, aus dem Grund wird es auch nicht so oft Videos geben, dass ich irgendwie versuche, irgendwas anderes, was Neues, vielleicht was Neuartiges, neu verpacktes, anders verpackt, aufnehme. Aber ich werde diese Videos weiterhin so machen, wie ich es richtig halte. Ne? Aus dem Grund, Manipulation, Manipulation, Manipulation dient zu Beweismitteln. Und Beweismitteln, oh, das klingt schon wieder dafür, dass jemand irgendwas beweisen will. Ich möchte es für mich aufzeichnen, dass ich später mal anschauen kann und sagen kann, oh, stimmt, da war doch was. Da war doch der und der online und hat und das gesagt. Ja, mag sein. Ich sehe bartig aus. Aus dem Grund gehe ich mich rasieren und waschen. Und dieses hier ist bei trockenem Wetter entstanden, wenn man, sag ich mal, in der Hitze unterwegs ist. Und tropische Früchte findet, ja, wow, leckere. Ich habe Götter kennengelernt, die ziemlich krass unterwegs sind. Da gibt es einen Stammtisch gegenüber, da wo die grünen Stühle sitzen, stehen. Die grünen Stühle stehen, da gab es einen Stammtisch, da habe ich gestern mir was zu essen, was zu trinken. Wie sagt man, er bettelt und heute habe ich mir jetzt einfach mal, ich muss jetzt 14 Dollar. Ich zahle für das Zimmer 7 Dollar pro Nacht ohne Frühstück. Und sieht so aus, als würden wir ja, es gibt ein Problem. Das Problem ist das Problem. Das Problem ist das, dass irgendeiner gerade ein Problem erschafft und ich fühle immer noch deine Falten. Ja. Viele Macken, viele Gewohnheiten übernimmt man. Grenzen, Wörter, Art zu sprechen, ein und dasselbe, ich kann es nur noch wiederholen, langweilig. Wenn man schon von außen bei einem anderen andockt, sollte man Herzensabsichten haben. Die Absichten müssen rein sein, das heißt, bedeutet nicht zu eigenem Nutze, sondern um den anderen etwas zu geben, nicht selber nutzen, jemand anders. Yes, kostenlos, mache ich es gerne, vom ganzen Herzen, man dockt bei mir an, ich gebe sogar einen Tipp, ob der ihn nutzt, bleibt ihm überlassen, bloß ihn kostet es negative Karma, wenn es die Absicht nicht klar sind. Aus dem Grund bin ich ja vorsichtig mit dem, was ich sage und was ich empfehle und was ich nicht empfehle. Und ich sage hinterfragen oder nicht so viel sagen. Nicht wagen.
War das Wort richtig gesagt? Ja, das ist der schmale Gang. Und ich sag, see you later. Ich sag, hallo. Ich sag mal, Werbung für die, die Lust haben, eine Healing-Tour zu machen. Herzlich eingeladen. Call me, write me. Ein schöner Platz, das ist der... Oh, wow, wow, wow. Das ist ein schöner Platz hier. Man kommt aus dem Zimmer raus. Das ist echt ein schöner, dass ihr mal das Feeling habt, was ich habe. Wenn ich Wert darauf legen würde, wie zum Beispiel derjenige, der gerade bei mir angedockt ist. Energetische Zustände. Energetische Zustände, Zugriff, Manipulation. Mein Cousin will wissen, wo ich bin, was ich mache und wie das Feeling ist. Tadam. So ist das Feeling, Bro. Ich cutte das Video for you and say in love, Bro, in love. Friede im Herzen, Friede in der Welt, ja. Geile Aussicht. Ich werde jetzt mal ein bisschen was machen und sag. Ach, was ich mache. Ich wasche Wäsche. Einmal Backpacker. Travel in freedom. In love. Yes. In die Unendlichkeit, ne? Aus dem Grund Wäsche waschen, aufhängen, trocknen und rasieren, eine sitzende Meditation beim Sonnenuntergang machen und noch ein Video drehen. Bis dann. Das Wandern? Komm, wir wandern jetzt aus. Hier gibt es ich zeig dir mal einen Ort, an dem du... Ja, komm, komm, komm. Toni, du bist mit mir, keine Sorge. Zeigt dir die Welt ganz anders, energetisch, wie sie dir gefällt. Und hier gibt's Arbeit. Was geht ab? Ich relax. Ich werde nichts sagen. Fühl es. Fühl es.